Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es kann sein, dass wir hier die ersten paar Sekunden gerade doppelt spielen mit dem Ende der letzten Folge, aber hier war gerade der Checkpoint und ein paar Sekunden Lebenszeit darf man auch ruhig mal verschwenden. So, wir nehmen dich mit. Was stand hier Schönes drauf? Flummi-Bonbons sind steinhart und können dank der Gummibänder besonders gut springen. Okay. Das heißt, wir werden wohl bald Flummi-Bonbons brauchen. Ich glaube, wir haben uns gerade welche rausgeholt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir lassen euch hier warten. Einen zumindest. Die anderen dürfen schon mal mit runter. Und ich glaube, wenn ich das Ding jetzt hier kaputt schieße, müsste Tür offen bleiben. Aber wenn nicht, dann zerfetzt es unsere Freunde. Ne, wir gehen erstmal kurz runter. Bei meinem Glück springt die Tür dann hoch und die beiden Mudokons sind tot. Ihr kennt mich. Müssen wir mal kurz schauen. Wenn ich das Ding jetzt hier dran werfe, geht die Tür auf. Oh, das war ein Flummi-Bonbon. Hier steht Steinbonbon. Also die flummien ja auch so ein bisschen rum. Das haben wir ja schon gemerkt in den letzten Folgen, dass man damit ganz gut um die Ecke schießen kann. Mitkommen. Checkpoint, so. Müssen wir mal gucken, welchen Winkel wir da am besten nehmen. Treffen wir den schon so? Ah, das sind andere. Wo Steinbonbon da steht. So, den haben wir. Oh Gott, oh Gott. Wieso denn das? Der war doch komplett außer... Egal. Ich reg mich nicht mehr auf. In 2, 3... Die Flummi-Bonbons. Ah, jetzt. Entweder habe ich einen zu spät geworfen, dass der nicht komplett den Lebensbalken von ihm runtergezogen hat. Oder das Spiel dachte sich einfach mal wieder, wir nerven den jetzt mal. So, was macht man hier? Hier geht's nicht weiter. Ich sehe aber auch keinen Mechanismus. Hier ist irgendwas, aber doch, hier kann ich dran ziehen. Okay. Würde erstmal hier stehen bleiben. Geht das? Ich kann leider nicht loslassen. Erst hier kann ich wieder loslassen. Das hat er jetzt natürlich nicht gehört. Warum auch? Ah, jetzt wollte ich gerade wieder... Habt ihr gesehen, wie schnell der Lebensbalken hochging? Jetzt wollte ich gerade wieder schnell zurückjumpen. Ich dachte, der steht auch gleich wieder auf. War aber nicht der Fall. Ach, komm schon. Jetzt. Was ich sagen muss, ist, dass... Kommt ihr mit? Trauen sich irgendwie nicht. Was ich sagen muss, ist Knochenpulver. Hierdurch wurde ein ansonsten sehr wabbeliger Fleischsack ein kleines bisschen stabilisiert. Hoffentlich braucht er der frühere Besitzer es nicht mehr. Okay. Ah, shit, wir haben den nicht gefesselt. Das war doof. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich wollte eigentlich gerade sagen, bevor das Knochenpulver-Ding kam, dass das mit dem um die Ecke schießen erstaunlich gut klappt. Was passiert jetzt? Ach, die kommen runter. Ja, scheiße, aber der steht bestimmt gleich wieder auf. Fahrt schneller, fahrt schneller, fahrt schneller. Wir hätten den fesseln müssen. Wie viele haben wir denn noch davon? 34 Stück. Können wir noch welche herstellen? Nee, Flummi-Bonbon ist doch nochmal was anderes. Ich hab's außersehen weggedrückt. Es tut mir leid. Federt besser steht da. Oh, da reicht einer. Das ist natürlich... Ui, ui, der fliegt ja auch tausendmal durch die Gegend. Okay. Weiß nicht, ob wir uns den lieber aufheben. Kommt ihr mit da oben? So. Ja, ich finde, dass das echt erstaunlich gut klappt mit dem um die Ecke schießen. Wir treffen eigentlich fast immer. Aber ich kann ihn nicht... den kann ich jetzt wieder... Wir haben kein Klebeband mehr, ne? Kommt ihr schnell runter? Hallo? Ja, und jetzt werden sie alle erschossen. Das ist... Ah. Habt ihr ein Glück gehabt. Man muss echt ganz schnell hintereinander werfen, sonst ist denn ihre Lebensregeneration höher als unser Schaden. So, Freunde. Ab mit euch. Ich glaube, wir haben es geschafft, mal alle zu retten, die gingen. Und sind sogar echt gut durchgekommen. Jetzt geht's zu Baracken und Funkwurm. Ihr kommt mit. Ziemlich nah dran diesmal. Ist man gar nicht gewohnt vom Spiel. Eigentlich ist man von der Kameraperspektive ein Stückchen weiter weg. Geheimareal gefunden. Ich hoffe, ich darf das einsammeln und es bringt mich nicht um. Okay. War nur Nebelschleier.
hier nicht genügend recycelbare Items. Okay, wir haben keine leeren Flaschen. Aber es gibt mal wieder ein paar Gebräuflaschen und Batterien. Ich weiß gar nicht, wozu wir, ob wir Batterien überhaupt schon mal gebraucht haben. Wir haben halt generell noch so viele Rezepte hier offen. Rezept herstellen, Rezept wählen, Reiter ändern. Ne, irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ja auch Verstärker und sowas schon gefunden. Da wird es ja Sinn machen, dass eine Batterie rein muss. Weil entweder bin ich an den ganzen Rezepten vorbeigerannt. Könnte vielleicht auch der Grund sein, warum das Spiel teilweise so schwer ist für mich. Weil wir eventuell einfach schon viel coolere Sachen bauen könnten. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon so viele Batterien gefunden. Und Verstärker. Keine Ahnung, vielleicht hätte man das anmachen können und es lockt alle Slicks dorthin, weil es laut macht oder so. Wäre natürlich eine coole Sache. Hab halt echt so ein bisschen die Befürchtung, dass ich einfach am Anfang an wichtigen Sachen vorbeigerannt bin. Aber wenn es so ist, dann wäre es natürlich auch irgendwie ein bisschen schade vom Spiel, dass das... Naja, dass das geht, dass man nicht irgendwie... scheiße. Super, wir werden beschossen und ich muss in Ruhe so eine scheiß Kackding hier entschärfen. Ja. Genau so läuft's. Weiß nicht, wir könnten prinzipiell drüber springen, aber ich glaube nicht. Also wir selber können. Aber ich glaube nicht, dass unsere Mudokunst das können. Jetzt lauf mal hier ganz langsam. Jetzt bückst du dich. Jetzt guck mal, jetzt kam der Kurze, der Lange. Der Kurze, jetzt. Okay. Ja, da wäre es echt schade vom Spiel, wenn das so ist, dass man da aus Versehen vorbeilaufen kann und sich deswegen das ganze Spiel schwerer macht. Aber ich befürchte fast, weil... Warum haben wir ansonsten so viele Sachen einstecken und vor allem halt auch so wenig Rezepte hier unten freigeschalten? Ich denke mal, das Spiel wird nicht mehr so extrem lange gehen. So, den haben wir ausgeschalten. Ach, scheiße. Ist ja schon wieder so ein Ding. Wir müssen nochmal warten. Können wir den fesseln hier oben? Ne, wir können nur stehlen. Hat er Klebeband gehabt? Nein, Steinbonbons. Ja, das macht sich echt nicht so einfach. Jetzt. So. Wenn man hier nebenbei noch beschossen wird, zum Glück ist die Treffsicherheit nicht die größte. Was ist denn mit dem da oben? Steht er jetzt wieder auf? Jetzt steht er natürlich auf. Rennt. Scheiße, wartet. Nein. Na, verdammt, ich dachte, ich kann es mal schnell machen. Und wir sind wieder ganz vorne, verdammt. Naja. Das ist wirklich der größte Hass im Spiel, diese Minen. Ach, es tut mir leid, Leute. Es ist wirklich keine Absicht. Ich wollte ranschleichen, aber wir müssen eben stehen, erstmal ran, dann bücken, dann diesen und dann klappt's. Dann kommt ihr mal wieder mit. Wir rennen hier einmal lang. Au. Ihr bleibt hier stehen. Ja, ihr bleibt hier stehen. Wir schnappen uns wieder ein Fizzy Pop. Machen diesen. So, nah ran. Bücken. Kurze Kam und jetzt. So. Mitkommen. Kommt. Rennen. Warten. Wir haben es geschafft. Die schießen sogar gar. Doch, die schießen noch. Und die nächste Mine. Hier ist kein einziger Checkpoint dazwischen. Ne? Wenn ich hier eine einzige Mine vergeige, haben wir halt echt ein Problem. Zum Glück haben die alle denselben Takt. Dass immer erst so ein kurzes Aufblinken ist und danach der lange. Man muss halt schon drücken, wenn es schon noch rot ist. Ansonsten haben wir ja gesehen in den ersten Folgen, was da sonst so Schönes passiert. Hey, wir haben es geschafft. Ein Checkpoint kommt. 38 Angestellte, ein Verlust. Hä? Stimmt, wir haben bloß nur einen Mudokun. Gar nicht gemerkt, dass wir einen verloren haben. Entschuldigung. 62 Security, 0 Verluste und 6 Geflüchtete. Oh, schon wieder einen verloren. Es tut mir leid. Ja, wie weit kann denn der gucken? Wir brauchen... am besten einen Steinbonbon. Haben wir? Schnell hoch.
fesseln. Und stellen. Na, da kommt bestimmt gleich noch eine Etage hoch. Ja, das war klar. Und auch du wirst gefesselt. Nein, hier können wir wieder nicht fesseln. Wir haben echt zu wenig Klebeband, aber Klebeband können wir auch nicht herstellen. Zumindest wüsste ich nicht wie. So, da oben ist jetzt natürlich wieder aufgestanden, kann wieder runterkommen, ne? Jetzt gab's Klebeband. Ist der jetzt... Oh, scheiße! Na! Wahnsinn, das war schon wieder ganz schön knapp. Ja, komm, wir brauchen den jetzt, glaube ich, nicht mehr fesseln. Hier kommt jeder nächste. Okay, da kommt ein Laser. Unser Mudokon selber. Dem macht es nichts aus. Ist wahrscheinlich nur Alarm. Alarm ist das wahrscheinlich nur. Klebeband, Mula. Ja, gib mal schön Klebeband her. Und noch einen Mülleimer. So, wenn wir dem jetzt Hallo sagen, hört der das da oben wieder. Was die auch immer so rumschreien müssen, ne? Mal vor, irgendjemand ist eine Geisel in der Bank, du gehst hin, willst ihn irgendwie ganz still und leise durch den Notausgang retten, sagst, komm mit und der, yippie! Gar nicht so schlau. Ja. Hä, warum geht denn hier jetzt auf? Achso, hier ist so ein Dings. Müssen wir prinzipiell da unten durch? Wir kommen auch oben lang, oder? Aber dann kriegen wir die Mudokons nicht mit. Wartet mal kurz. Alle am besten. Was passiert denn? Ich jetzt sage, mitkommen. Der da durchläuft. Das hat ja eigentlich schon mal ganz gut funktioniert. Da ist halt noch ein Chalet Royal. Wir müssen wahrscheinlich mit Nebelschleier durch. Das ist jetzt die Frage, ist es mir das wert? Bei den anderen Mudokon kriegen wir anscheinend auch noch. Warte, wenn der sich rumdreht, vielleicht jetzt. Komm, komm gerannt, schnell, hoch. Oh, oh, nein. Ja, okay. Das ist okay. So, jetzt kommt ihr mal alle hierher. Und wartet mal. Wir schnappen uns mal Nebelschleier, weil ich würde eigentlich ganz... Ach, scheiße, von rechts kommt ja auch noch einer. Aber da ist doch eine Wand. Und kann der durch die Wand laufen? Ah, ist es mir das wert? Ist es mir das nicht wert? Wir müssten halt Nebelschleier werfen und uns Stück für Stück mit dem Nebelschleier vorkämpfen. Lief ja schon mal richtig gut, der Anfang hier. Lauf, lauf, lauf. Mach diesen. An mir vorbei. Nochmal so ein Ding. Jawohl. Wir haben keine Nebelschleier mehr. Scheiße. Können wir welche herstellen? Bitte, ja, Gott sei Dank. Ja, ist ja gut. Nimm diese scheiß Meldung da weg. Ach Mist, die stehen nicht mehr da oben drauf. Wir haben verkackt. Ja, und dann stopp. Und jetzt hoch, 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 hoch. Oh nein. Kacke. Achso, da ist ein Schalter. Ich glaube, der macht's. Ich glaube, der ist es. Er wird uns erlösen. Jawohl. Es sind extrem viele Nebelschleier. Hä? Jetzt sag nicht, das Ding ist auch noch zeitgesteuert. Ach Leute, ich glaube, wir sterben gleich. Das war schon wieder doof. Ich hätte es einfach liegen lassen sollen. Wäre das einfachste gewesen, eindeutig. So, jetzt rennen, rennen, rennen. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich sag's euch. Und jetzt rennen wir einfach und hoch mit dir. Jawohl, wir haben's geschafft. War das fies, weil er wieder diese Ecke nicht erkannt hat und nicht sich festgehalten hat. So, mal kurz durchatmen. Ganz schön spannender erste 15 Minuten hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall oben lang. Wäre es gut, wenn ihr alle mal da runterkommt. Dass das Ding wieder zugeht. Passiert aber nicht. Hier, komm mit. Kommt näher. Machen sie nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt erstmal einen Steinbonbon. Oh, shit. So, der ist tot. Da oben ist noch... Ah, der sieht mich. Nein. Nein. Ah, zum Glück gab es hier einen Checkpoint. Ah, das Chalet Royal ist wieder unten, natürlich. Ach, Leute.
Gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier. Also, dass der so weit gucken kann, hätte ich wirklich nicht gedacht. Weil halt auch den sein... Ja, dieser Laser da, was auch immer, gar nicht so weit geht, ne? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir das wert ist, mir den Stress jetzt nochmal anzutun, aber ich glaube, wir machen das einfach mal. Leere Flasche, 22. So, wir lassen die jetzt einfach direkt hier drauf stehen, dann haben wir die ganze Problematik mit dem Schalter nicht mehr. Vorher holen wir uns aber ihn. Schnell hoch mit dir. Ja. So hat es vorhin auch schon geklappt. So, ihr kommt mal wieder rüber. Müssen mal gucken, wie wir das vorhin mit ihm gemacht hatten. Ob das einfach nur Glück war oder ob wir ihn jetzt verlieren. Naja, das war nur Glück. Dass das vorhin so geklappt hat. Müssen wir ihn aufwecken oder steht er von alleine wieder auf? Eigentlich müsste er von alleine wieder aufstehen. Ja. Nein. Na gut. Dann dauert es halt einen Moment. Was soll's. Wir können jetzt natürlich zeitgleich... Wir müssen erstmal allen hier... Nein. Okay, noch schnell. Ja, okay. Gut, ich habe gedacht, ich könnte jetzt eigentlich gleichzeitig auch das Gelee Royal holen. Ja, dann mache ich da unten eh Nebel, dann kommt er schneller durch, aber hat ja auch so geklappt. So, wir brauchen Nebelschleier. Wir können uns gleich nochmal welche herstellen. 10 Stück. So, dann geht's einmal, wir machen mal diesen hier. Ja. Uncool. Schnell. Hat geklappt. Nein. Was machst du denn? Bring hoch. Jawohl. Okay. Hat doch diesmal eigentlich ganz gut geklappt. So, ihr kommt mal alle mit. Dann bleibt aber auch alle wieder hier stehen. Weil ich muss mich jetzt erstmal kümmern um den Typen hier oben. Und ich habe keine Ahnung wie. Wir können nicht chanten. Ich kann halt bloß Dings werfen. Hier erkennt er mich ja noch nicht, ne? Das heißt jetzt hier turbomäßig drauf. Jawohl, ihr kommt mit. Wieder nicht alle erwischt. Jetzt. Klebeband sollten wir besitzen. Jawohl. Ein neuer Checkpoint wäre schön. Wäre wirklich... Ja, da hinten kommt er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben heute mal echt Glück mit der Folge. Da macht es doch gleich viel mehr Spaß, als wenn man tausendmal an derselben Stelle stirbt. Müssen wir mal schauen. Wir haben einmal eine Kamera. Wir dürfen keinen Alarm auslösen, weil hier ist so ein Unendlichkeitsding. Ihr dürft jetzt erstmal hier oben rein. Dann bin ich euch los. Wir haben bisher erst einen Mudokun verloren. Das ist schon mal relativ stark. Das würde ich nicht unbedingt zerkloppen. Ich glaube, dann zerkloppt es uns. Jetzt ist die Frage, macht das den Gang hier mit kaputt, dass wir dann runterkommen? Weil irgendwas ist unten noch. Oder habe ich jetzt irgendwo einen Weg übersehen? Ich glaube nicht. Ja, da reicht ja eigentlich so ein Ding. Oder auch nicht. Echt nicht? Nö. Wir können eine Gebräuflasche werfen, aber das wird nicht viel bringen, weil wir müssen es ja noch entzünden. Richtig. Was machen wir? Wir können auch keine Fackeln herstellen, ne? Benötigte Zutaten. Steht immer nur... Ach, die... Was benötigte Zutaten? Ist so eine Mine? Plus Verstärker. Ach, wir müssen das gar nicht finden. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Was haben wir jetzt? Eine Superbetäubungsmine. Was gibt's hier noch? Gummi, Bonbon, Gummiband und noch irgendwas, was wir noch nicht kennen. Hier sind auch noch Fragezeichen. Hier kommen anscheinend richtig krasse Sachen. Das ist Nebelschleier Deluxe. Die verbesserte Version des Nebelschleiers dient zum Verstecken und zur Desorientierung anderer gleichermaßen. Hiermit hast du etwas länger Zeit, deinen Lebensweg zu überdenken. Hey, das ist ja cool. Warum wusste ich das vorher nicht? Schade, dass ich es jetzt erst entdecke. Hier sind auch noch zwei Sachen, die wir nicht wissen. Also was wir jetzt auf jeden Fall können, ist die Superbetäubungsmine und wir könnten auch Nebelschleier Deluxe herstellen. Stellt sich immer noch die Frage, wie entzünden wir das hier?
Na, wenn ich hier drauf haue, bin ich tot. Flummi-Bonbon bringt alles nichts gegen Gift. Wir können mal noch ein Flummi-Bonbon probieren, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil das wird ja noch weniger Stärke als so ein Steinbonbon haben. Fliegt einfach direkt dran vorbei. Das auch. Ich kann Steinbonbons dagegen werfen. Es passiert nichts. Aber wenn ich drauf springe, da geht alles in die Luft. Na gut, wir müssen mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Das sehen wir dann aber morgen 12 Uhr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.